Funcom, Funcom, Funcom. Mhm. Wir haben als erstes Projekt überhaupt Secret World Legends gestreamt, beziehungsweise auf YouTube gebracht. Und das ist lange her. Ich bin ja da schon ein paar Jährchen dabei. Dann haben wir jetzt die Neuerscheinung Moons of Madness gespielt, das auch in der Secret World Legend, in dem Universum beheimatet ist. Viel früher aber kamen zwei weitere Spiele auf, die heraus, die auch in diesem Universum spielen. Das war einmal Hide and Shriek, ob ich das zeigen will, weiß ich nicht. Das spielt in der Universität in Neuengland, auch auf der praktisch, ich glaube, dritten Map von Secret Legends. Und The Park, lokalisiert auf der zweiten Map, glaube ich. Das werden wir uns auch später noch anschauen. Das heißt also, diese Location gibt es in Secret of Legends. Es spielt in dem Universum, hat aber mit der Sache an sich relativ wenig zu tun. Aber wir wollten es komplett machen. Hide and Shriek weiß ich nicht so richtig. Ich werde das jetzt aufnehmen. Zum größten Teil Livestream, vielleicht sogar in einem Stück durch. Es soll relativ einfach und relativ kurz sein. Und danach auch wieder die Referenzstelle aus Secret World Legends mal kurz anzeigen, ein bisschen drüber reden, genau. Alles klar, es geht los, neues Spiel. Der Park ist ein erzählerisches Erlebnis, das am besten in einem dunklen Raum mit Kopfhörern gespielt werden sollte. Die Mathe könnte auf einige Spieler allerdings verstörend wirken. Während des Spiels können sich dieser Park auf die Grafik und Kontrolleinstellungen auswirken und auf ihren Verstand. Das ist absolut normal und kein Grund, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, das beruhigt mich sehr. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. The Park. So, ich übersetze natürlich das, was hier untertitelt ist, nicht. Ich lese es auch nicht vor, weil die Stimme ist toll. Also die Macher von Secret of Legends sieht man schon so ein bisschen. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Oh, mein Tattoo. Ich kann noch nichts tun, glaube ich. Stay in the car. We'll go and ask information. Ja, ich mache noch nichts. Das bin noch nicht ich. Das bin ich. Warte. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen, bisschen gespoilert. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich hier noch machen muss. Und zwar muss ich einmal dieses Achievement will ich einfach haben. Kurz die falsche Richtung gehen. Ich weiß nicht genau, bringen die beiden Tasten was? Ich glaube, ich kann gar nicht rennen. Nein. Nein. Oh, der Nebel, der Nebel, der Nebel, der Nebel, der Nebel. Und seht ihr das gleich? Na? What am I thinking? I can't leave. Okay. Hilfe. What am I thinking? I can't leave. Na gut. So, es ging mir nur um dieses um dieses Achievement. So, das Credo des ganzen Spiels ist im Prinzip, wenn es leuchtet, klick's an und gut ist. So, wir müssen an die Info und es geht wirklich. Ich glaube, mit Shift geht es ein bisschen schneller, oder? Na. Ach, ich weiß, was Mr. Bear ist. Aha. Was? Ja, mach. Mach ich. Atlantic Island Park. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Mhm. Okay. Ups.
Nun, das bin wieder nicht ich. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Sag mal. Ja, diese Hosen waren eine Zeit lang echt in. Geht das hier? Wait for Mommy, Callum. Catch me, Mommy. Oh, oh. Aha. Immer schön umschauen. Ist hier irgendwas? Wait for Mommy, Callum. Come on, this way. Aha. Wait up there for Mommy, Callum. Over here. Ach, so ist es. Willkommen in Atlantic Island Park. Als ich zum ersten Mal nach Solomon Island kam, verliebte ich mich sofort in seine natürliche Schönheit. Ich verbinde viele meiner schönsten Erinnerungen mit dieser idyllischen Insel. Ich wollte einen Ort erschaffen, der die Essenz von Solomon Island widerspiegelt. Ein Ort, an dem Familien mit ihren Kindern und ihren eigenen Erinnerungen erschaffen können. Ich lade sie dahin ein, unseren Park zu erkunden, vom Riesenrad, das wie der öffentliche örtliche Leuchtturm einen grandiosen Augenblick auf das Umland gewährt, bis hin zur Gasse der Nebenattraktion, wo sie zahllose faszinierende Spiele außer der Region. Ja. Nein. Achso. Erwarten. Viel Spaß. Nathaniel Winter, mittlere Seite, Chat der Chipmunk empfiehlt für unsere kleinen Gäste, erleben sie in Märchenbahnen und so weiter und so weiter. Schreibt man sich den großen. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne? Gut, egal. Gut. Okay. Ah, nebendran klicken. Gut, dann haben wir das. Callum, where are you going? Over here. Da ist er doch. Wieder ein Rennen. Da ist er. Something special about the entrance to an amusement park. Ja. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. Das ist richtig, on this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Callum, I told you to wait in the car! This way, Mommy! Have a safe journey home. Okay. Was ist denn bitte das? Aha. Ja, man merkt schon, das ist nicht ganz in Ordnung. Das ist nur die Geisterbahn, nichts Schlimmeres. Oh Gott. The park. What happened here? Das ist ja alles total verranzt. Wie kommt denn das? Ach, jetzt geht's. I'm not playing anymore, Callum. You can't catch me. Na komm. Ja, wo ist er denn? Wo ist er hinterher? Hier wird gespeichert, das ist gut. Hey, nicht so schnell. Warum ist er jetzt nicht so? Okay, doch. Das sehe ich nicht mehr. Doch, da vorne. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Spiel vorbei. Aha. Ah, ah, ah. Das ist ja jetzt doof. Ein Schuh. Ich denke, das belongs to Calum. Das kann nicht sein, oder? Chad the Chipmunk, huh? Ja, just ja. A drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk for Welcome to the Atlantic Park, ja? Chad the Chipmunk, worst in class. Ah, ich lese das mal.
Ah ne, so, so. Chad Chipmunk heißt sie im Atlantic Island Park willkommen. Chad ist in täglichen Eisschnitzereien-Shows in folgenden Orten zu sehen. Gasse Nebenattraktion, Octotron Park, Eingang, Graffiti. Chad Chipmunk macht nur Verdruss. Chad kriegt nie einen Schulabschluss. Chad wird wütend, liebt die Schlacht. Chad wird besiegt in jeder Nacht. Chad fühlt sich ja arbeitslos. Stimmt, was er sage, das ist sein Los. Ja, ja, ne? Ja, das ist nicht schön. What's this? Dann lesen wir das mal. Habe das Land auf so einem Leinen für einen lächerlichen niedrigen Preis gekauft. Ich weiß zwar nicht, was der alte Archie Henderson den Einheimischen angetan hat, aber leider in Erwähnung schlossen sich die Menschen in ihren Häusern ein, als ich auf der Insel eintraf. Meine Anwälte hatten alles arrangiert. Aber der Makler wollte mir die Schlüssel trotzdem persönlich übergeben. Er hielt es für seine Pflicht, mich erneut zu warnen. Ich weiß zwar nicht, was sie mit dem Land vorhaben, Mr. Winter, aber der Boden hier leidet unter einem Fluch des alten Landes. Der alte Henderson hat schreckliche dunkle Dinge getan und das Land erinnert sich, Sir. Ich habe ihn ein wenig später entlassen, obwohl ich von seinen armseligen Versuchen, mich zu vertreiben, durchaus amüsiert war. Ich habe eine Vision für diesen Ort und den Willen, diese Vision mit allen Mitteln umzusetzen. Atlantic Island Park, der Name ist perfekt und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Ja, das wissen wir. Hier wird viel gespeichert, ha? Schön immer rechts und links gucken. Tunnel of Sails? Tails. Mhm. Hallo? Nein? Mhm. Soll ich hier weiter rein oder gehen wir da mal rein? Callum, stay where you are! Come on, Mommy! Dum, da, dum. Hey. Darf ich da nicht rein? Ja. Okay. Wir fahren mit dem Schwan. Okay. Können wir es beschleunigen? Nein. Oh, da ist einer gestrandet. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wäre es mit ein bisschen Musik oder so? Ich dampf mal. Immer dann, wenn im Spiel überhaupt nichts passiert und es ganz gut wäre, wenn jemand redet, dann dampfe ich natürlich, ne? Weil ich vergesse, dass ich derjenige bin, der reden muss. Hm. Ist doch ganz schön, oder? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. Yeah. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hat's doch wohl gut recht. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Na? Ja, hier, guck mal da. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Wunderschön. Hans. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Okay. Hallo.
In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Das ist ja übel. Schlimme Geschichte, hä? Ich hoffe, das macht Sinn. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Little mouse, who is nibbling at my house? Das ist schön, nämlich, An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Ich rieche mich für Menschenfleisch. Oh, dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Oh, was denn? Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage. Was ist hier? And put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Okay. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Werde ich mich an ihm nähren. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Cooked. Gebraten war sie. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Ja. Oh mein Gott, das ist doch nicht richtig, oder? Das ist schon ein bisschen seltsam. So, vielen Dank, das war wunderschön. Was? Das ist Quatsch, das da. Hallo. Alan, where did you go? Where did you go? Hallo. Oh, Vollmond ist auch gut. Kann ich hier raus, ja? Na, da nicht. Die nächste. Ich will nicht nochmal. Hallo. Hallo. Ja, raus. Gut, danke. Keine Animation. Gut. Und
Und jetzt? Das hätten wir. Hansel und Gretel.